Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werde ich einen Tag lang eure Lieblingsrezepte essen. Ich habe auf Instagram so eine kleine Umfrage gemacht und ich habe euch gefragt, was eigentlich eure Lieblingsgerichte sind. Daraufhin sind einige Rezepte reingeflattert. Ich habe per Zufall 3 oder 4 Rezepte ausgesucht, die ich mir heute über den Tag verteilt gönnen werde. So Freunde, ich will jetzt einfach mal behaupten, wir gönnen uns das Frühstück in der guten alten Nico-Lifestyle-Manier um 18 Uhr. Junge, 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 bin ich ein Mensch, Alter. Naja, Freunde, wisst ihr was? Dann fressen wir halt wieder bis in die Nacht hinein. So ist es, ne? Okay, Frühstück besteht aus 2 Teilen. Teil 1 ist jetzt hier von dem lieben Edonit. Digga, was sind das eigentlich immer für Instagram-Namen? Natürlich noch Hate. Er schreibt 2 Toast mit Kräuterbutter, 2 Putenscheiben, Käse und Mozzarella und das Ganze in den Ofen. Habe ich so auch noch nicht gemacht. Freut mich auch, dass ich jetzt hier durch euch neue Rezepte kennenlerne. Ich habe das komplette Zeug gestern natürlich schon besorgt, zusammen mit meiner Freundin. Wir waren bei Kaufland um 10 vor 10 und Kaufland schließt um 10. Die Leute haben uns so angeguckt mit so großen Augen und haben sich einfach nur gedacht, was ist das für eine Jugend heutzutage? Schaffen die es nicht einfach mal früher einkaufen zu gehen? Nein. Nein, einfach nein. Okay, ich habe mich jetzt hier für so ein gutes Toastbrot von Harry entschieden. Dann habe ich die gute Kräuterbutter hier noch besorgt. Natürlich Mozzarella. Light, denn ich möchte mir hier keine Wampe und keine Brüste anfressen. Ganz, ganz wichtig, denn ich möchte auch noch einigermaßen in Form bleiben, ne? Natürlich Putenbrust. Und Käse. Okay, auf die Toastscheiben kommt jetzt die Kräuterbutter drauf. Ah, die ist etwas hart. Ich glaube, die packen wir kurz mal in den Mikro, damit die auch ein bisschen weicher wird und sich gut schmieren lässt. Wobei, nein, das ist voll die dumme Idee gewesen. Alufolie darf man gar nicht in die Mikrowelle packen. Das fängt ja an zu brennen. Also das ist ja hier so aus Alufolienzeug. Ich war mal so doof, ne? Ich habe mir Lamajun einpacken lassen mit Alufolie. Ich bin so ein Idiot gewesen. Ich packe das Ganze in die Mikro. Auf einmal hat es da drin angefangen zu brennen. Junge, das war's komplett. Zack. Also die Reihenfolge ist, denke ich mal, egal. Wir machen das jetzt so. Ja, okay, erstmal Käse drauf. Halbieren den Kollegen. Und drauflegen, zack. Dann kommt die Wurst drauf. Zack und zack. Und zu guter Letzt kommt jetzt noch der Mozzarella oben drauf. Ich muss euch jetzt mal so eine kleine Story erzählen. Liga, was mache ich denn jetzt hier schon wieder? Ich bin heute irgendwie aufgedreht. Ich freue mich irgendwie auf das Video, weil ich mit euch wieder reden kann. Ich liebe das, Freunde. Freitag ist so meine Routine. Bumm, Kamera nehmen, essen, mit euch reden. Das ist für mich Leben, das ist für mich Liebe, Alter. So ein Ding ist das. Auf jeden Fall, ich und mein Kollege haben einen Tag in der Woche, wo wir uns halt treffen. Gehen halt raus, gehen spazieren. Weiß ich nicht, machen irgendwas anderes. Irgendwas finden wir immer. Oder gehen in Ruhrpark oder so. Und ja, irgendwann gehen wir dann nach Kaufland, holen uns einen schönen Mozzarella, setzen uns irgendwo an eine Bushalte oder irgendwo draußen hin, machen das auf, schütten das Mozzarella-Wasser natürlich ab und trinken das nicht, denn damit habe ich schon die ein oder andere schlechte Erfahrung gemacht. Habt ihr ja im letzten oder vorletzten Video mal gesehen. Ist einfach widerlich, dieses Wasser. Und snacken das halt einfach. Sitzen an der Bushalte, beißen rein, unterhalten uns. Der ein oder andere wird jetzt sagen, hey, was seid ihr für 2 Idioten? Aber für uns ist es einfach Leben. Und da wir unterwegs auch kein Messer oder keine Schere dabei haben, müssen wir das immer mit dem Autoschlüssel oder halt mit den Zähnen aufmachen. Ja, so ein Ding ist das. Oh. Nein. Oh Mann, ich versau die ganze Bude immer, Mann. Was soll denn das? Genau so. Nehmen wir den unten. Einmal saftig reinbeißen. Mmh, einfach lecker. Schön hier putzen, damit die Mutti nicht meckert. Und die Kollegen kommen jetzt hier für, keine Ahnung, 10 Minuten in den Ofen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Oh, der arme Ring hat sich gestoßen, Bruder, ich streichel dich. Ist heute mal wieder ganz quinch hier. Rinder, Deckel zu und abwarten. Leute, ich weiß, lang ist es her, aber heute ist es endlich mal wieder soweit. Ich habe den Ehrenbruder Dijk dabei und die Ehrenschwester Fondor. Ich weiß, ihr habt die Kollegen vermisst und ich natürlich auch. Aber wir haben ja auch noch ein Teil 2 von der lieben Kira. Pfannkuchen mit Nutella und Banane. Habe ich so auch noch nicht gegessen. Ich habe Pfannkuchen immer herzhaft gegessen früher. Meine Mutti hat das schön mit Salami und Käse gemacht immer. Aber heute gibt's mal das Ganze mit Nutella. Und natürlich einer kleinen Banane hier. So, ordentlich was drauf. Aber ihr kennt mich ja, das ist immer noch nicht genug. Da muss noch eine Schippe drauf. Das zum Thema, wir wollen uns keinen Ranzen anfressen. Ich möchte mir hier keine Wampe und keine Brüste anfressen. Aber es muss ja auch schmecken, ne? Eine Restbanane kenne ich mir so. Schmeckt wie eine Banane mit Nutella.
Leute, ich stelle gerade fest, man kann die Dinger gar nicht kalt essen. Also man muss die erstmal in die Mikro packen. Aber Bananen in der Mikro wird so matschig und so schleimig, das schmeckt doch gar nicht. Na egal. Das duftet wie in so einer Creperia. Kennt ihr das, wenn ihr auf dem Weihnachtsmarkt rumlauft und dann diese Gerüche bekommt oder riecht? Das ist eine 1 plus mit Sternchen. Also vom Geruch. Okay Leute, wir werden das Essen natürlich auch bewerten, aber nicht auf ganz normale Art und Weise, sondern auf der Wolke 7 Art und Weise. Das heißt, eine Wolke ist kacke und Wolke 7, also der hier, ist perfekt und das sind 7 Punkte. Also es gibt 1 bis 7 Punkte und 7 ist halt das Beste und 1 ist das Schlechteste. Ihr versteht, was ich meine. Und dann würde ich mal sagen, hauen wir mal rein hier den Kollegen. Leider ist der Mozzarella Light hier nicht so braun geworden. Schmeckt erstaunlich gut, aber da fehlt etwas funny. Druck da, nein. Eine Runde spülen können wir auch mal mit der Light. Ich habe ja jetzt hier Light-Produkte verwendet. Dafür, Leute, dafür. Ungelogen jetzt hier. In der Verbindung mit der Kräuterbutter schmeckt das echt sehr, sehr gut. Kriegt von mir auf jeden Fall 5 Wolken. Ey, das ist geil, Mann. Und Leute, falls ihr dieses Format hier weiterhin sehen möchtet, ne? Könnt ihr gerne auf Ehrenbruder-Basis jetzt einen Daumen nach oben da lassen und mir natürlich auch auf Instagram folgen und vielleicht das ein oder andere leckere Rezept, was ausgefallen ist, zukommen lassen. Dann kann ich auch noch ein zweites Format hier rausmachen. Und natürlich, wenn der Support da ist, dann ist top. Dann werde ich für euch das weiterhin bringen, wenn ihr sagt, nee, ist kompletter Schrott, will ich nicht sehen, dann lasst einen Daumen nach unten da. So kann ich dann sehen, wer Bock drauf hat und wer keinen Bock drauf hat. Vor allem mein komplettes Instagram-Postfach besteht nur aus Rezepten oder Ernährungsplänen. Ich kann gar nicht allen Leuten mehr antworten. Tut mir auch vom Herzen leid, aber ich liebe euch trotzdem, ihr wisst ja. Nehmt es nicht persönlich, nehmt es nicht böse, Mann. Das Toast lasse ich auf jeden Fall für meine Eltern über. Die sollen es auf jeden Fall mal kosten. Und jetzt kommen wir zu dem leckeren Pfannkuchen. Die ist noch sehr, sehr heiß, also deswegen ein bisschen pusten. Ich bin ein Idiot. Ich bin einfach ein Idiot. Die Banane ist jetzt so matschig, das erinnert mich an diese Nacktschnecken. Ich habe zwar noch nie eine Nacktschnecke gegessen, aber die Konsistenz im Mund ist so, als wenn du so auf einer Nacktschnecke so, ihr wisst, den hier macht. Okay, das Ganze kriegt von mir 3 Wolken, aber liegt einfach nur daran, weil ich die Banane mit in die Mikro gepackt habe und die dadurch sehr matschig geworden ist. Aber ansonsten war das eine leckere Mahlzeit. 2000 Jahre später. Ey Nico, du Fresser, gehst du eigentlich noch trainieren? Diese Frage habe ich in der Vergangenheit das ein oder andere Mal gelesen. Leute, natürlich gehe ich noch trainieren, nur weil ich in den Videos vielleicht jetzt nicht jedes Mal mein Training aufnehme, heißt es doch nicht, dass ich nicht mehr trainieren gehe. Denn ich möchte auch ordentlich was noch für meine Fitness hier tun. Auch wenn ich momentan relativ massig bin. Der Nico ist immer noch im Aufbau. So ein Ding ist das. Aber wenn ihr möchtet, kann ich in Zukunft auf jeden Fall auch mehr Training mit einbauen. Das ist gar kein Problem, ne? Dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt mal hier so ein kleines, dezentes Disco-Pumper-Training, ne? Wer von euch Schlingel kennt diesen Klassiker hier? Einfach nur Legendenlied, Digga. Ich feier das so hart, Mann. So, erfolgreiches Training ist durch und ich schaue jetzt mal aufs Handy, was wir uns als nächstes gönnen dürfen. Ich verspüre einen riesen Hunger. Die liebe Sarah oder Sarah schreibt Lasagne. Ey Leute, das habe ich so oft gelesen. Jeder zweite hat geschrieben, ey, mein Lieblingsessen ist Lasagne und haben dann jeweils das Rezept dazu geschrieben. Gefällt mir. Leute, ihr kennt doch diese Kochhaube, ne? Habe ich aber leider nicht daheim, deswegen habe ich eine Alternative gesucht und auch gefunden. Den Klassiker von damals noch, die Oldschooler. Kennt die schöne Mütze hier noch? So, ist auch ein guter Satz, oder? Ich sehe jetzt schon wieder die Screenshots reinflattern. Nico, denkst du, dass das schmecken wird? Digga, was soll am Gurkenkuchen nicht schmecken, Digga? Was ist das für eine Frage? Natürlich wird das schmecken. Für das Rezept von der lieben Sarah brauchen wir natürlich auch ordentlich Zutaten. Da habe ich das Ganze hier schon mal vorbereitet. Nee? Ja, haben wir den ganzen Kram. Aber eine Sache habe ich hier noch vergessen. Das gute Hackfleisch. Das gute Rinderhackfleisch. Denn meiner Meinung nach kommt in der Lasagne auch ordentlich was an Fleisch rein, damit der Geschmack auch 1A. Aber sie bereitet die Lasagne etwas anders zu als ich. Sie packt dann noch Karotten und Champignons mit rein. Habe ich so in der Vergangenheit auch noch nicht probiert. Aber ich lasse mich mal überraschen. So Freunde, ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit den Zwiebelschneiden. Aber ihr wisst ja, ich vergieße die ein oder andere Träne dabei. Deswegen habe ich hier Trick 31, die gute Taucherbrille auf den Kopf drauf. Zack. Boah, ist der Humpen eng. Boah. Deckel drauf hier.
Und jetzt werden sowas von die Screenshots reinflattern. Oh. Oh. Welcher Zwiebeltyp seid ihr eigentlich? Team Rot oder Team Weiß? Ich auf jeden Fall Team Rot, Alter. Schmecken wir uns einiges besser. Oh, bei der Nase ist sowas so zu in dem Ding hier. Das hört sich an, als hätte ich 7 Jahre Heuschnupfen gehabt, Alter. Boah. So braten wir das Gemüse erstmal schön in Butterschmalz an und warten darauf, bis es schön weich wird. So, Gemüse ist hier fertig und jetzt können wir das gute Hackfleisch in der Pfanne klatschen. So, das Fleisch ist jetzt hier auch fertig, aber diese Portion habe ich mir jetzt hier noch übrig gelassen. Die brauchen wir noch für die letzte Mahlzeit heute. Jetzt kommt nochmal das Gemüse hier rein, zack. Und dazu kommen noch passierte Tomaten, aber nicht ganz normale passierte Tomaten, sondern von dieser Marke hier, Oro di Parma, Arrabbiata Geschmack, feurig scharf. In meinen Augen einer der besten passierten Tomaten, die es gibt. Kostet 1,30 Euro, etwas teurer, aber... Schmeckt verdammt geil. Das Teil ist von Hause aus schon sehr, sehr würzig. Und drauf! Das sah gerade aus wie so ein Flatterschiss. So, jetzt können wir mit dem Beschichten anfangen. Aber ich muss das Ganze noch einmal kurz hier abschmecken, ob das auch genügend gewürzt ist. Verdammt heiß. Da fehlt noch etwas von ihm. Meine Mutter hat mir gestern extra so eine kleine süße Auflaufform hier hingestellt, damit ich so eine kleine Lasagne machen kann. Beginnen wir erstmal mit der Soße. Ich hoffe, das reicht auch. Jetzt kommen die Nudelplatten dazu. Ich würde sagen, immer so, ja, zwei nebeneinander, passt perfekt. Und jetzt ein ganz wichtiger Geheimtipp von mir. Ja, Spaß. Käse darf natürlich auch nicht fehlen. Ich habe mir gedacht, ich packe jetzt zwischen diesen Schichten hier auch ein bisschen Käse. Ja, okay, Freunde, das ist eine relativ magere Lasagne. Ich habe jetzt so 2 Schichten Nudeln hier drin, weil die Soße einfach nicht mehr reicht. Naja, egal, soll ja eh nur zum Testen sein. Ich mische mir das Ganze jetzt ja auch nur auf Gourmet-Modus reinziehen. Und zu guter Letzt kommt noch Streukäse drübi. Und der Humpen kommt jetzt hier für eine halbe Stunde in den Ofen und abwarten. So, endlich ist die Lasagne fertig. Die war jetzt gefühlte 5 Jahre im Ofen. Ist relativ braun geworden, ja, aber ist noch verdammt heiß. Deswegen habe ich mir gedacht, ich habe auch noch ein kleines cooles Rezept hier für nach dem Training. Das möchte ich euch natürlich vorstellen. Deswegen packen wir das Ganze mal hier zur Seite. Das ist so ein kleiner Proteinquark, würde ich jetzt hier einfach mal behaupten. Wir brauchen eine Schüssel. Wir brauchen einen Joghurt, also so 0,1% Fettjoghurt. Eine leckere Kiwi und jetzt kommen wir zu einem Muss in diesem Quark. Einen leckeren Proteinriegel. Ich benutze meine Proteinriegel von Prozis. Meiner Meinung nach sind das die besten Proteinriegel, die man überhaupt bekommen kann. Die von DM, Rossmann und keine Ahnung wo können dagegen einfach einpacken. Die sind einfach scheiße. Das sage ich jetzt nicht nur, weil es mein Partner ist, sondern weil ich wirklich dahinter stehe und es auch so ist. Besonders der mit dem Peanut Butter Flavor hier ist eins mit Sternchen. Ne? Das Ganze funktioniert so. Erstmal macht man den Riegel auf. So schaut er aus, klatscht den auf den Teller, dann nimmt man ein Messer, schneidet das Ganze einmal in die Mitte, in der Mitte hier durch und dann in so kleinen Würfeln. Dann nehmen wir unseren Joghurt, machen den auf, schütten hier ein bisschen was rein, packen den klein geschnittenen Riegel dazu. Zu guter Letzt müssen wir die Kiwi auch natürlich auch noch schälen. Es gibt ja ernsthaft Leute, die Kiwi mit Schale essen. Ich verstehe das nicht, das schmeckt doch nicht, oder? Ist das nicht sowas von bitter? Wobei können wir ja hier mal probieren. Oder darf man das nur bei Bio-Teilen machen? Na egal. Nein, das schmeckt falsch. Das kommt dann noch als Topping oben drauf. Zack. Ich finde die Kombination ist sowas von geil, ne? Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Falls ihr auch Interesse an den Riegeln habt, könnt ihr mit dem Code NICO 10% bei Prozis sparen, mich auf Ehrenbruderbasis supporten und schlemmen. Ich glaube, mittlerweile ist die Lasagne auch etwas abgekühlt. Schneiden wir uns mal so ein schönes Stück hier raus. Drauf da. Ist mir gut gelungen. Muss ich sagen, ich liebe das, wenn der Käse oben schön braun ist. Durch die Karotten hat man auch so eine leichte Süße noch dabei. Die sind auch schön weich. Und durch die Champignons hat man so einen leichten Champignon-Geschmack. Ne, muss ich sagen. Ist eine geile Variante. Erinnert mich so ein bisschen an den legendären Nudelauflauf von Monte. So eine ordentliche Portion. Wieder mal auf Wolke 7. Monte, von mir gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben für deinen Auflauf. Eine 10 von 10. Ich würde dem Gericht jetzt hier 6 Wolken geben. War jetzt nicht die beste Lasagne, die ich gegessen habe, aber eine verdammt gute. Leute, es gibt einfach ernsthaft Leute, die geschrieben haben, kombiniere einfach mal deine geliebte Diet mit Fondor. Schmeckt pervers geil. Was ist das bitte für eine Kombi?
Aber, das hat mich neugierig gemacht, wenn ihr schreibt, das schmeckt, dann muss da irgendwas dran sein, ne? So, einmal verrühren, den Burschen. Kann eigentlich nur schmecken, ne? Auf die Person, die das geschrieben hat. Ja gut, hab ich gesagt. Ja gut, das habe ich, aber... Digga, es schmeckt wie so eine ganz, ganz schlechte Brausetablette, die 4-5 Jahre abgelaufen ist. Bruder, du solltest auf jeden Fall beim nächsten Mal deine Geschmacksknospen untersuchen lassen. So ein Ding ist das. 2000 Jahre später. So, ich komme gerade vom Schwimmen und ich habe gesehen, der Nico macht gerade ein Video. Und jetzt erstmal die nächste Mahlzeit. Und dann würde ich sagen, esse ich mal mit, oder? Mensch, wer ist denn das? Hier ist der Mexikaner-Boy. So, Freunde, jetzt gibt es Tacos. Mir hat privaten Zuschauer ein Rezept geschrieben, aber ich habe mir gedacht, ich hole mir einfach mal hier so ein Fertig-Kit, habe das Ganze hier für uns zubereitet. Luca, bist du auch gespannt? Auf jeden, Digga. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben probiert. Ich auch nicht. Also deswegen bin ich auf jeden Fall doppelt gespannt. So, ein Taco ist für dich und drei sind für mich. Ist das ein guter Deal? Ist eine gute Aufteilung. Was hast du gerade gemacht? Wo warst du? Ich war im Schwimmbad, nicht? Mit deinen Kollegen? Nee. Ja. Du warst schon Pizza-Esser, hast du mir gerade erzählt. Ja. Deswegen hast du nicht so den großen Hunger. Aber ich habe mir gedacht, ist doch eine optimale Situation, ja, um mal einen Taco zu essen. Einer geht immer. Habe ich in meinem ganzen Leben, wie gesagt, noch nicht probiert. Das war jetzt hier so eine Fertigmischung. Hier ist noch so ein Gewürzzeug drin, habe ich aber jetzt nicht verwendet. Und so eine Chili con Carne Soße, die habe ich drauf geklatscht. Riecht auf jeden Fall gut. Riecht ein bisschen wie Yum Yum, ne? Also ich finde, dieser Teig riecht ein bisschen wie Yum Yum. Echt? Ich, ja, finde, das riecht einfach wie so Nachos. Ja, okay, wie Nachos. Aber auch ein bisschen wie dieses rohe Yum Yum. Ein für dich, ja, und ein für mich. Natürlich anstoßen und reden damit. Digga, dein Hut, der nimmt alles hin. Sorry, ich nehme den Kollegen mal ab. Interessant. Schmeckt 1:1 wie Nacho. Ne? Eigentlich schon. Wie ein ungewürzter Nacho. Der Inhalt ist natürlich sehr gut, ne? Habe ich hier auch zubereitet. Wie soll es auch anders sein? Aber ich kann jetzt schon mal sagen, dass ich mir das nicht nochmal machen würde. Ich bin ehrlich. Ich bin nicht der Bruder. Das ist jetzt kein unglaublicher Geschmack, den ihr nicht kennt oder so. Nein. Döner ist 7-mal besser, Alter. Ja. Ich bin ehrlich, ich war noch nie mexikanisch essen. Bei uns in Bochum gibt es auch nicht groß ein mexikanisches Restaurant. Oder nur auch nicht. Ganz, ganz selten, ne? Ja. Ich hab echt noch nie irgendwo gesehen, ja, hier sind super Tacos im Angebot oder sonst was. Man sieht immer nur die Standardteile. Döner, Pizza, Pommes, Currywurst. Falls ihr in Bochum vielleicht einen geilen mexikanischen Laden kennt, könnt ihr gerne mal kommentieren. Vielleicht können wir den ja dann mal ausprobieren. Testen oder so. Jeden. Ich würde sagen, ich gebe mir noch den einen hier. Und dann war es das für mich hinten. Kuss Mama oder Papa. Die können auch mal probieren. Die sind vorhin so reingekommen, die waren mit Freunden unterwegs. Die meinen so, boah, was riecht denn hier so geil? Die so, was sind das für geile Körper? Kann ich ja auch mal einen von abhaben? Ja, lass ich einfach mal einen über, ne? Nico. Ja, Mann. Also der Kollege kriegt von mir auf jeden Fall 3 Wolken. Und jetzt gibt es nochmal Feedback zum Tag. Was hat mir heute am besten geschmeckt? Mir hat heute das Toast am besten geschmeckt und am schlechtesten hier der Taco. Und ich würde sagen, wenn ihr das Format weiterhin sehen möchtet, Leute, dann lasst jetzt auf Ehrenbruder was, Leiter. Genau. Und wenn ihr neu seid und diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht es jetzt. Kostenfrei. Damit ihr keiner der weiteren Videos verpasst. Ganz, ganz wichtig. Danke für euren Support. Ich liebe euch. Bis zum nächsten Mal. Peace out.